Hallo Freunde, willkommen zurück zum Adventskalender. Wir spielen in den nächsten zwei Tagen ein bisschen Warhammer 2. Grund dafür, das Spiel, das ich eigentlich geplant hatte, habe ich nicht rechtzeitig auf die Reihe gekriegt, aber keine Sorge, ich gebe nicht auf. Das Spiel rutscht einfach nur ein bisschen nach hinten. Das heißt, ich zeige jetzt Notfallaufnahmen von Warhammer. Das hatte ich geplant, sowieso zu zeigen oder zumindest für Notfälle bereit zu halten. Warhammer ist so ein, man könnte fast sagen, eins meiner Lieblingsspiele. Es ist immer installiert auf dem Rechner. Ich habe auch sämtliche DLCs eigentlich an dem Tag, an dem sie rauskommen. Und ein ähnliches Spiel wie Warhammer, mit dem ähnlichen Status, erwartet euch noch ein bisschen später. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Warhammer. Da hatten wir schon mehrere Let's Plays dazu. Wir haben uns sehr viele Völker angeguckt. Das letzte Let's Play war mit den Dunkelelfen und das ging zu Ende im Mai. Ist also schon ein paar Monate her. Und seitdem hat sich natürlich einiges getan bei dem Spiel. Wir haben eine neue Kampagne. Wir haben zwei neue Völker. Wir haben bei alten Völkern neue Fraktionen bekommen. Und ich dachte, ich gebe euch da heute mal einen kurzen Überblick und wir schauen uns eines der Völker ein bisschen genauer an. Und morgen im zweiten Video schauen wir uns das andere Volk an. Erwartet also keinen Durchmarsch. Ich werde jetzt nicht ewig tief in die Kampagne reingucken und, was weiß ich, Level 5 Gebäude bauen und alle Einheiten zeigen können. Nicht in Schlachten, aber wir schauen uns die Fraktion an und ich rede ein bisschen über die Besonderheiten der Fraktion. Denn die neuen Fraktionen haben einiges zu bieten. Also schauen wir einfach mal bei den Kampagnen da rein. Wir machen eine neue Kampagne. Und im letzten Let's Play habe ich Auge des Mahlstroms gezeigt. Könnte man natürlich mit den neuen Rassen auch spielen. Ihr seht hier unten spielbare Rassen, die Hochelfen, Echsenmenschen, Dunkelelfen, Skaven, die Vampirküste und Khemri. Heute geht es um Khemri, um die Gruftkönige. Und ich schaue mal, dass ich dazu ein bisschen was erzähle. Allerdings spiele ich das Auge des Mahlstroms nicht so wahnsinnig gerne. Ich bin in letzter Zeit eigentlich immer nur unterwegs auf der Karte Reiche der Sterblichen. Und ihr seht, spielbare Rassen, da geht es schon gleich ein ganz bisschen anders ab. Da ist nämlich die neue Welt und die alte Welt zusammen. Und ihr seht auch die alten Völker, Imperium, Zwerge, Orks, Vampire. Der ganze Schmonz ist in Reiche der Sterblichen auch vorhanden. Viel größere Karte, die Runden dauern dementsprechend noch etwas länger, weil viel mehr KI-Völker da sind. Aber man hat einfach so viele mehr Möglichkeiten und so viel mehr Auswahl. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ja, das finde ich fantastisch, Tyrion. Nur, dass dich keiner gefragt hat. Okay, Tyrion war von den Hochelfen und sein Bruder Teclis, die waren von Anfang an schon dabei. Neu dazugekommen seit dem letzten Let's Play. Alariel. Das ist eine bettelarme Hochelfenmagierin, die kann sich nicht mal Schuhe leisten. Aber sie hat es an sich schon ziemlich drauf. Harte Herausforderung, sie ist in Avalon unterwegs und vom Hintergrund her ist sie sowas wie die Anführerin, die spirituelle Anführerin der Hochelfen. Sie kümmert sich um die Heimatinsel Ultuan und das Wohlergehen der Elfen dort. Dementsprechend hat sie auch eine gewisse Spielmechanik. Die dafür sorgt, dass man Vorteile hat, wenn Ultuan von Hochelfen kontrolliert wird. Aber solange zum Beispiel Dunkelelfen Landstriche kontrollieren oder feindliche Armeen auf Ultuan unterwegs sind, kriegt sie Nachteile. Daher ein bisschen schwierig. Ebenfalls relativ neu, Alit Anar, der Schattenkönig. Und er kommt im Prinzip aus dem gleichen Landstrich wie Malekith. Nur, dass er treu zu den Hochelfen stand, als dieser Bruderkrieg ausbrach und die Dunkelelfen sich abgespaltet haben. Trotzdem ist er ziemlich finster drauf. Recht interessante Geschichte. Er ist von Natur aus Fernkämpfer. Er führt im Prinzip die Hochelfen Schatten an, daher auch Schattenkönig. Und Nagaryte ist im Prinzip das Heimatland von Malekith. Für ihn ist es auch eine harte Herausforderung. Bei den Echsen hat sich nichts geändert. Bei den Dunkelelfen hatten wir Malekith von Morati sowieso schon. Da gibt es jetzt neu Hellebron die Alte. Die sieht auch schon aus wie eine Hexenkönigin. Und ja, sie ist die oberste Braut des Kain. Sie ist die oberste der Hexenkriegerin. Und sie hat auch direkt mal eine neue Hexenkrieger-Einheit mitgebracht. Schwestern des Gemetzels. Die tragen Peitschen und, wenn halbnackte Irre mit Peitschen übers Schlachtfeld marodieren, könnt ihr euch vorstellen, wie es abgeht. Ziemlich harte Einheit. Vielleicht sogar inzwischen die stärkste Dunkelelfeneinheit, die es gibt.
Hat sich also auch viel getan seit dem Let's Play und würde sich sogar fast lohnen. Er hier ist auch neu, aber mit den Skaven. Mit den Skaven hatten wir bisher noch gar nichts zu tun. Vielleicht wird daraus ja mal ein Let's Play, aber dann würde ich mir wünschen, dass wir den nicht nehmen. Der ist nämlich ein bisschen sehr speziell, sagen wir so. Und seine Startposition ist schwierig. Er startet quasi zwischen Malekith und Morati und das ist für gewöhnlich eine Position, wo man nicht lange lebt. Schon gar nicht als feldtragender Nager. So, kommen wir mal zum ersten Neuen hier. Großes Volk, die Vampirküste. Da schauen wir jetzt nochmal ganz kurz drüber, denn da will ich heute nicht viel Zeit mit verlieren. Das schauen wir uns morgen etwas ausführlicher an. Nur so viel, es gibt hier von Anfang an vier Anfänger, Anführer. Ja, ist ja gut. Vier Anführer und jeder dieser Anführer hat im Prinzip eine eigene Startposition. Das heißt, im Multiplayer kommt man sich da auch nicht ins Gehege oder so. Khemri. Das schauen wir uns heute ein bisschen an. Der oberste König, Gruftkönig Setra, der Unvergängliche. Khemri ist so ein bisschen speziell. Khemri ist im Prinzip die Heimat und der Ursprung der Vampire. Als ich über den Vampir-Hintergrund gesprochen habe, habe ich irgendwann mal erzählt, dass die aus Khemri kommen und dass es da einen Hohepriester gab, einen Typen namens Nagash. Und der hat irgendwann mal eine Dunkelelfenmagierin verhört und wollte von ihr die Geheimnisse der schwarzen Magie kennenlernen. Hat es aber nicht so ganz auf Kette gekriegt und hat diese schwarze Magie ein bisschen verdreht und dadurch kam dieser Totenkult zustande und die Nekromantie war geboren. Er hat dann angefangen in Khemri im Prinzip die Gruftkönige unsterblich zu machen und Verbündete im Umkreis. Hat die Priesterschaft auch so weit ausgebildet, sage ich mal, oder unterrichtet, dass die gewisse Rituale durchführen konnten. Die Gruftkönige spielen sich dabei allerdings ganz anders als die normalen Vampire. Die haben sich im Laufe der Zeit einfach zu sehr auseinanderentwickelt, aber die Ursprünge der Vampire sind in Khemri. Ironischerweise hat Setra die Streitkräfte angeführt, die Nagash vernichtet haben oder vernichten wollten und die dann später auch Lamia angegriffen hatten. Damals war Lamia ein Teil des Reichs von Khemri. Ziemlich interessante Ursprünge und eine riesen Story. Wenn ich dran denke, verlinke ich in der Videobeschreibung zum Lexikanum. Kann man sich das dort nochmal richtig ausführlich durchlesen. So, jetzt haben die natürlich als der Ursprung der Untoten hohe Erwartungen, sage ich mal. Die haben gewisse Vorteile auch, wenn es darum geht, untote Einheiten zu erschaffen. Die schauen wir uns eigentlich im Spiel ein bisschen genauer an. Setra, wie gesagt, ist im Prinzip der Fraktionsführer, der oberste Gruftkönig. Und er ist nicht ganz alleine. Die größten Hohepriester heißen Hierophanten. Und er ist der große Hierophant, quasi der oberste der obersten Priester. Er startet allerdings, ich glaube, an der Westküste von Naggarond. Er muss sich quasi durch die ganzen Dunkelelfen durchschnetzeln oder durch die Echsenmenschen, um dann noch über den Ozean zu fahren, um nach Khemri zurückzukommen. Er macht so eine Art Expedition, denn die Khemri-Gewinnoption ist im Prinzip nicht, zum Beispiel in der anderen Kampagne den Mahlstrom zu schließen. Mit sowas geben die sich nicht ab. Die suchen spezielle Tafeln, die von Nagash verfasst wurden, um ihr Wissen wieder zurückzuholen und den Fluch des Untodes quasi aus der Welt zu nehmen, wenn man so will. Im Prinzip jagen die verloren gegangene Artefakte. Das Problem an den Artefakten ist, dass die irgendwie in den Hauptstädten gelandet sind. Das heißt, in Altdorf ist zum Beispiel eine, da wird sich das Imperium sehr freuen. In Lothan ist eine, da freuen sich die Hochelfen jedes Mal. Ich glaube, die Echsen haben auch eine. Und insgesamt gibt es, glaube ich, 8 oder 9 Tafeln. 6 Stück braucht man, um zu gewinnen. Das heißt, man muss schon ganz schön marodieren mit Khemri, um da eine Chance zu haben. Und er ist unterwegs und versucht es bei Echsen und Dunkelelfen, die Tafel zu organisieren quasi. Wird nicht so ganz einfach, fürchte ich. The Goddess of Asa calls. Hochkönigin Kalida. Sie ist im Prinzip
das Äquivalent von Cleopatra in der Warhammer-Welt, wenn man so möchte. Nur, dass sie ziemlich fies ist. Sie betet eine Schlangengöttin an und arbeitet mit unheimlich vielen Giftgeschichten. Außerdem hat sie den Vorteil, dass sie im Dschungel siedeln kann. Das heißt, sie legt sich sehr schnell mit Echsenmenschen an. Ob das clever ist, muss man selbst rausfinden. Ansonsten kümmert sie sich hauptsächlich um Fernkampf. Munition in den Armeen 20% erhöht. Sie startet auch schon mit Skelettbogenschützen. Hat auch hier die Nekropolenritter und Grabjäger. Sehr schnelle Einheiten. Und diese beiden sind effektiv schlangenähnlich, um ihrem Thema beizubleiben. Ansonsten Giftattacken ihre gesamte Armee. Wie gesagt, Schlangen, Gift, Fernkampf. Voll ihr Ding. Und da hat man auch schon den Hauptunterschied zu den klassischen Vampiren. Khemri ist eine richtige Armee. Die haben unheimlich viele Fernkämpfer. Die haben gute Bogenschützen. Die haben auch Kriegsmaschinen und so ein Zeug. Und sie haben auch sehr schnelle Truppen. Gut, schnelle Truppen haben die Vampire auch. Gerade wenn ich an die Blutritter denke, wird mir manchmal übel. Aber Kriegsmaschinen wie ein Schädelkatapult sucht man bei den Vampiren vergebens. Khemri hat das. Zu guter Letzt Arkan der Schwarze. Er hat vor allen Dingen ein großes Ego. Und Arkan war quasi schon dabei, als Nagash noch gewirkt hat. Er war im Prinzip einer der Diener von Nagash und er versucht jetzt die Tontafeln zu kriegen, um Nagash wieder zurückzuholen. Er ist auch jemand, der Vampireinheiten benutzen kann. Er hat hier die Vampirfledermäuse, er hat auch Gruftghule von den Vampiren, er hat auch die Todeswölfe, die man hier so ein bisschen sieht. Er benutzt also Khemri-Einheiten und auch eine Handvoll Vampireinheiten. Und er kombiniert diese ganzen Geschichten. Er ist auch so ziemlich der Einzige, der sich nicht mit den anderen Khemri-Fraktionen versteht, dafür aber diplomatische Beziehungen mit den Vampirfürsten hat. Sieht man hier, minus 50 zu Gruftkönigen. Weil der ist im Prinzip der natürliche Feind der normalen Gruftfürsten, wegen dem Vampirismus und Nagash-Ding. Und diplomatische Beziehungen mit Vampirfürsten. Nagash ist im Prinzip der Urvater der Vampire, er will ihn zurückholen und die Vampire wollen das im Prinzip auch, auch wenn sie es vielleicht nicht wissen. Ja, das sind so die großen Neuerungen. Und heute schauen wir uns mal an, wie sich die Gruftfürsten ein bisschen, Gruftkönige... wie sich die spielen und ich glaube, leicht kann jeder. Hier steht zwar normal, aber ich weiß aus Erfahrung, dass Kalidas Startposition ziemlich ätzend ist. Dementsprechend schauen wir mal hier vorbei und gucken mal, wie weit wir mit Kalida kommen. Heil Kalida, mächtige Kriegerkönigin. Dunkelheit bricht über das Königreich herein. Üble Kreaturen kriechen aus ihren Katakomben. Ihre Blutlinie steht für alles, was ihr an dieser Welt verachtet. Beseitigt das Silberheer aus Lybaras und endet diese erbitterte Fehde. Jenseits der von Grünhäuten und Zwergen bevölkerten Berge liegt das Herz Nehekaras. Ihre untoten Priesterkönige könnten sich als gute Bündnispartner erweisen. Am Rande der Wüste liegt das prachtvolle Leichental mit seinen gewaltigen Gräbern. Es ist Ruhestätte der Könige uralter Dynastien. Seine Reichtümer ziehen viele noch lebendige Plünderer an. Königin Kalida, lasst euch von der Macht der Asaf umfangen. Bringt Gerechtigkeit und zerschlagt eure Feinde. So, da sind wir. Hauptstadt Lybaras. Lybaras ist im Prinzip die Region, die Kalida zu Lebzeiten schon beherrscht hat, als Khemri noch ein Riesenreich war. Hier oben haben wir Lamia, auch eine Region, die damals zum großen Reich Khemri gehört hat. Wer sich beim Vampir-Hintergrund ein bisschen auskennt, der wird wissen, Lamia-Vampire und so, eigener Clan mal gewesen. Wurden ebenfalls vertrieben, weil die im Prinzip das Wissen von Nagash später benutzt haben, um selbst auch zu Vampiren zu werden. Und ja, Khemri war mal ein Riesenreich, das hat sich hier überall rüber erstreckt. Im Prinzip, ja, alles was man effektiv im
Äquivalent zur Welt als Sahara kennt. Das war ein Reich. So ein Weltreich gab's in der echten Welt nie. Und Khemri war höllenmächtig. Und als Khemri gestorben ist, ist das Land quasi auch gestorben. Deshalb ist das jetzt alles so richtig Wüste. Ganz so viel Wüste war das wohl nicht immer. Gut, Bücher von Nagash sind auf der ganzen Welt verteilt. Das ist effektiv unser Missionsziel. Dynastien, Totenkult, Schnickschnack. Wir gehen da ein bisschen anders ran. Besetzt oder plündert 4 verschiedene Siedlungen, raubt sie aus oder reißt sie nieder. Völlig Wurst, Hauptsache man macht was. Gibt auch nur 1000 Gold, so nach dem Motto, kriegt mal den Hintern hoch und bewegt dich. Ja, nicht so schnell, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Gut, das erste, was uns auffällt, wir haben 6000 Gold in der Schatzkammer und generieren pro Runde nur 45 Gold. Jetzt werdet ihr sagen, was ist das für ein Mist? Damit kann man ja nicht eine Einheit unterhalten. Wie soll das funktionieren? Ich habe ja gesagt, Khemri ist so ein bisschen der Ursprung des Untodes. Und bei denen funktioniert es ein bisschen anders. Bevor ich jetzt aber auf die Einheiten eingehe, möchte ich mal wissen, mit wem ich im Krieg bin alles. Das wäre nur das Silberheer. Und das wären erstmal 2 Siedlungen, die ich sehe, aber die haben insgesamt 3 Siedlungen. Und wir sehen auch, das sieht ein bisschen nach Untot, Vampirismus aus. Ja, Untote. Stärkerang 128. Huiuiui. Na, fantastisch. This is my climate. The goddess wills it. So, dann bewegen wir uns erstmal. Im Moment ist es noch relativ unverdorben. No, I cannot. Aber das wird wohl schlimmer. Chaos-Korruption steigt nicht, aber die Vampir-Korruption. Igitt. Okay, wie funktioniert das mit den Einheiten? Wenn wir neue Einheiten rekrutieren wollen, seht ihr, da sind keine Goldkosten dran. Das heißt, die Einheiten kosten nichts. Wenn wir uns mal eine anpinnen, seht ihr auch hier in der Mitte, dass die keine Unterhaltskosten haben. Das heißt, die Truppen von Khemri sind kostenlos. Nicht ganz umsonst, aber durchaus, sagen wir, günstig. Wie funktioniert das? Die Basistruppen, wie hier die Skelettkrieger und die Skelettspeerträger, davon können wir so viele aufstellen, wie wir wollen. Wir können pro Runde nur eine gewisse Anzahl rekrutieren, damit es einigermaßen im Gleichgewicht bleibt. Aber grundsätzlich können wir davon so viele haben, wie wir möchten. Von anderen Einheiten, wie zum Beispiel die Skelettbogenschützen, seht ihr hier unten Kapazität der Einheit. Das heißt, wir können in allen Armeen zusammen maximal 4 Stück haben. Derzeit haben wir 2, die sehen wir hier unten. Diese Kapazität erhöhen wir mit Gebäuden. Die Idee hinter Khemri ist, dass das irgendwann mal lebende Könige und Königinnen waren, dass die ihre Armeen hatten. Und als die dann durch die Rituale quasi beigesetzt wurden, einbalsamiert, wie man das von Ägypten eben so kennt, mit Mumien und Schnickschnack, hatten die Grabbeilagen. Und einige ihrer Krieger wurden ebenfalls beigesetzt, damit sie im nächsten Leben wieder für die Könige kämpfen können. Und darauf baut Khemri auf. Wir sehen hier, wir haben offene Gräber. Im Prinzip ermöglichen uns diese offenen Gräber, die darin bestatteten Krieger zu neuem Leben zu erwecken. Wir sehen hier, ermöglicht Rekrutierung von Skelett-Speerträger, Skelettkrieger und Skelettbogenschützen. Erhöht die Kapazität der Skelettbogenschützen um 4. Wenn wir jetzt eine weitere Siedlung haben, sagen wir diese hier, und dort nochmal offene Gräber bauen, ist das bei normalen Völkern blöd, weil wir dann zweimal das gleiche Rekrutierungsgebäude haben. Khemri profitiert davon, weil wir dann die Kapazität von 4 auf 8 erhöhen. Das heißt, wir könnten 8 Trupps Bogenschützen mitnehmen, wenn wir das wollen. Und auf die Art funktionieren hier sämtliche Gebäude. Im Treibsandsumpf sind irgendwann also mal Skelettreiter und Skelettreiter-Bogenschützen ums Leben gekommen. Wenn wir diesen Treibsandsumpf bauen, können wir diese Einheiten auch rekrutieren. Die können wir aus diesem Gebäude oder aus diesem Gebiet wieder aufstehen lassen.
Gruft Kaserne, Nekarische Krieger und noch mehr Skelettbogenschützen. Und hier drüben Königliche Kaserne. Seht ihr selbst, da sind dann sogar Gruftwachen dabei. Das geht dann schon richtig ab. Da haben wir also Möglichkeiten einfach durch die ganzen Gebäude. Statuen von Khemri, das sind Ushabtis dabei. Ushabtis sind so riesenhafte Wüstenkämpfer, sage ich jetzt mal. Das haben wir hier ein ganz schlechtes Bild von denen, nämlich gar keins. Sind auf jeden Fall ganz tolle Einheiten. So ähnlich läuft das oben auch mit Gruftskorpionen und das Ganze geht hoch bis Nekropolritter mit Hellebarden. Nee, die suche ich nicht. Ushabti mit Großbogen. Das sind im Prinzip riesige, trollgroße Fernkämpfer, sage ich mal. Okay, das Gebäude kann ich hier gar nicht bauen. Todesgeier? Ah, damit können wir dann einen Todesgeier haben in der Grabstätte. Da haben wir dann zwei. Uiuiui. In den Hauptstädten gibt es natürlich noch größere Gebäude, Tempel und so ein Zeug. Und da geht es dann so weit, dass wir auch riesige Kriegssphinxen haben. Da gibt es welche mit Fernkampfwaffen auf dem Rücken, die im Prinzip auch als Kriegsmaschinen fungieren. Kriegsmaschinen sehe ich jetzt hier. Haben wir nur das Schädelkatapult. Da brauchen wir das Schädellager für. Und dann kriegen wir ein Schädelkatapult. Das ist nicht viel. Ja, und so funktionieren im Prinzip die Armeen von Khemri. Wir haben diese spezialisierten Truppen, wie in unserem Fall jetzt die Bogenschützen. Die rekrutieren wir auch, weil die einfach besser sind als die Standardkrieger. Und was wir dann noch frei haben, können wir kostenlos mit den Basiseinheiten hier auffüllen, solange wir die Möglichkeit dazu haben, die zu rekrutieren. Das heißt, wir leben mit Khemri im Prinzip auch ein bisschen davon, mehrere Ortschaften zu haben und dort die Einheiten oder die Gebäude zu bauen, die uns die Einheiten bringen, die wir wollen. So, schauen wir mal. Hier könnten wir Nekarische Krieger, die sind natürlich schon mal deutlich stärker. Zwei Stück würden uns schon mal weiterbringen. Karawanenmeister bringt uns im Moment noch nicht so viel. 10 Gewürze sind jetzt nicht so der Wahnsinn. Oh, bevor ich es vergesse, die Haupteinheiten kann man auch hier aus dem Hauptgebäude holen. Das passt also. Braucht man nicht unbedingt die Kaserne dafür. Kavallerie ist natürlich immer praktisch, aber Khemri ist eigentlich bekannt für die Streitwägen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir dann nur 2 Streitwägen haben. So kommen wir auf maximal 4 Streitwägen. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Und die Gebäude kosten natürlich noch Gold. Dementsprechend wäre es auch gar nicht so schlecht, da vielleicht was zu machen, was ein bisschen das Einkommen erhöht. Und der Gebeineplatz erhöht außerdem die Bewegungsreichweite auf der Kampagne. Das ist auch nicht so schlecht. Also bauen wir mal den Gebeineplatz dazu. Und die Gruftkaserne einfach, damit wir an die Nekarischen Krieger rankommen. So, Forschung ist verfügbar. Die Forschung bei Khemri funktioniert auch ein bisschen anders, als man das vielleicht kennt. Wir erforschen im Prinzip die Technologien, die Lehren vergangener Dynastien. Bei jeder Dynastie war im Prinzip ein anderer Gruftkönig oder ein anderer Gruftkönig-Clan dran. Und irgendwo fängt man halt an und dort kann man das dann erweitern. Und wir schalten mit unseren Forschungen im Prinzip neue Geschichten frei. Wir können, da unsere Einheiten kostenlos sind, nicht ganz nach Belieben neue Armeen hinzufügen. Wir haben eine gewisse Maximalzahl für Kommandanten. Und das müssen wir durch Forschung im Prinzip freischalten. Kapazität der Armee plus 1. Und jedes Mal wird die Forschungsrate verlangsamt, damit wir nicht unendlich viele Armeen aufstellen, die uns nichts kosten. Das ist einfach, um das Spielgleichgewicht ein bisschen zu wahren. Und dann haben wir hier natürlich noch einige interessante Geschichten. Da kriegen wir Gruftprinzen als Helden. Nekrotekten, das ist eine unheimlich gute Einheit. Die sind fantastisch. Und die Priester des Todes, das sind im Prinzip Nekromanten, wenn man so will.
die können die Truppen wieder ein bisschen auffüllen und Magier, wenn man so möchte. Was haben wir denn hier? Verkauf der ersten Dynastie. Fügt dem Kommandanten Kader eurer Fraktion den Gruftkönig Vakaf hinzu. Der hat besondere Eigenschaften. Das war also im Prinzip der König der ersten Dynastie. Wenn wir stattdessen den der zweiten möchten, oder den der dritten, fangen wir einfach bei der Dynastie an, die wir möchten. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der zweiten Dynastie an. Oh, und wir brauchen für einige Sachen Gold. Für andere brauchen wir diese Kanopenkrüge. Das ist eine besondere Ressource. Das sieht nicht gut aus für das Spiel gerade. Okay, da ist mir das Spiel doch tatsächlich abgeschmiert. Macht es auch nicht oft. Wir hatten es gerade eben von der Forschung und von der Ressource Kanopenkrüge. Das sind historisch betrachtet Tonkrüge, in denen die Innereien der Mumien drin sind. Ich weiß. Genauso fantastisch finde ich das auch. Wir können die in gewisser Weise verdienen. Wir können die... Schatzi, red bitte nicht dazwischen. Wir kriegen die durch Charaktere. Priester haben die, glaube ich, als Fähigkeit, dass wir jede Runde eine gewisse Anzahl Krüge produzieren. Gebäude können die produzieren. Ich glaube eigentlich nur in Hauptstädten, weil selten wertvoll und so. Durch Ereignisse und Missionen selbstverständlich, durch Quests. Wir können die eigentlich auch verbrauchen. Wir haben, wie gesagt, bei den Forschungen das Bedürfnis nach diesen Krügen. Wir haben aber auch bei den Riten. Dachte ich, dass wir da Krüge brauchen. Sieht nicht so aus. Okay, das freut mich. Ich dachte, es setzt einige Geschichten hier voraus. Totenkult, da haben wir das. Okay, da können wir also zum Beispiel eine neue Armee erheben. 10.000 Gold und 800 Krüge ist eigentlich nicht so ganz billig. Wir könnten besondere Einheiten rekrutieren. Legendäre Regimenter, wenn man so möchte. Die erwecken wir. Allerdings brauchen wir dafür Gold, Krüge und zusätzlich noch einige Ressourcen. In dem Fall zum Beispiel Gold und Eisen, um die Sturmreiter hier zu kriegen. Zusätzlich können wir Waffen, Rüstungen, Skorpionrüstung ist zum Beispiel eine tolle Sache, Zaubergegenstände, Talismane und sogar arkane Artefakte herstellen, indem wir diese Kanopenkrüge benutzen und die dazu angegebenen Ressourcen. Das sorgt dafür, dass Handelsgüter wieder einen gewissen Wert haben. Wir werden also ermutigt, mit anderen Völkern zu handeln oder so viel zu erobern, dass wir das selbst herstellen können, um zum Beispiel dieses Ding hier herzustellen. Wenn man das möchte. So ein Produktionssystem wurde bei den Zwergen inzwischen hinzugefügt, vor einiger Zeit schon. Die haben im Prinzip Eidgold. Wenn die Grolle sühnen oder Charaktere, können das auch herstellen oder für Missionen. Ganz ähnlich wie die Kanopenkrüge. Und dann können die ebenfalls Gegenstände selbst herstellen. Wahnsinnig tolles Zeug. Und Khemri hat in der Hinsicht ein riesiges Potenzial. Bücher des Nagash, das ist eben unser Ding zum Gewinnen. Es gibt 8 Stück, wie ihr seht, und ich glaube, wir brauchen 6 Stück, um zu gewinnen. Zielvorgaben. Zerstört die folgenden Fraktionen. Okay. Und für die kurze Kampagne. Auch erstmal unwichtig. Dann sind die... Ach du Schande, da gibt es jede Menge Ziele. Okay, in der Kampagne mit dem Mahlstrom haben die alten oder die Völker, die ursprünglich dabei waren, das Ziel mit dem Mahlstrom zu versiegeln und Rituale durchzuführen. Die Gruftkönige sollen die Tafeln finden. Und hier sieht man auf der Landkarte schon ein bisschen, wo die sind. Das erste Buch. Ist
Der ist hier drüben direkt. Valaias Light. Das ist im Zwergenreich. Sieht nicht so aus, ist aber in den östlichen Düsterlanden. Und hier drüben gibt es dann die Zwergenhauptstadt. Hier drüben ist dann Barakvar, Zwergenhafen. Lustig, wo sich so ein Buch überall rumtreiben kann. Schloss Drakenhof befindet sich ein Buch. Ihr seht schon, die Weltkarte ist riesengroß. Wir sind hier unten, der kleine Fleck. Nach Süden geht nicht mehr viel. Wir haben jetzt zwar ein bisschen See, aber da ist auch nicht mehr viel zu machen, weil das hier drüben ist alles totes Gebiet. Hier oben ist Ultuan. Das ist auch vergleichsweise groß. Von den Dunkelelfen ist auf der Karte im Prinzip nur so viel vorhanden. Hier drüben sind ein paar Echsen. Hier unten hat man überall Dschungel. Das sind Ratten und weitere Echsenmenschen. Hier unten ist die Vampirküste. Südliche große Ozean hier. Da sind auch noch Vampirküste-Armeen. Hier ist alles voll mit Khemri. Hier unten sind dann noch ein paar Echsen und Ratten. Und hier oben haben wir die Waldelfen, Bretonia, das Imperium, Kislev. Hier oben haben wir Norska-Stämme, Chaoswüste, Kislev im Gebirge. Hier haben wir jede Menge Zwerge. Die Zwerge ziehen sich auch hier drüben noch ein bisschen durch. Grenzgrafschaften. Hier unten sind dann auch die ganzen Orks. Die Vampire haben wir hier. Wie gesagt, verschiedene imperiale Fürstentümer. Alles auf einer Karte drauf. Hier unten haben wir dann Tilea und die anderen Nappen, die ich ständig vergesse. Im Prinzip Söldnerreiche. Und hier gibt es dann auch Skavenblight, die Hauptstadt der Skaven. Da ist Clan Skryre. Noch nicht offiziell spielbar, aber ist auf jeden Fall schon im Spiel. Ja, das ist Reiche der Sterblichen, eine riesen Kampagnenkarte, und da die so groß ist, ist das natürlich nicht sonderlich leicht, diese ganzen Bücher zu kriegen. Ihr habt gesehen, wie weit Schloss Drakenhof weg ist von unserem Gebiet. Und Drakenhof einzunehmen ist da eine echte Herausforderung, einfach weil das so höllenweit weg ist. Wir haben hier das dritte Buch des Nagash. Das ist in Musillon. Das ist an der Küste in Bretonia. Und wird ebenfalls von Vampiren kontrolliert. Da ist der Rote Baron oder Rote Herzog. Das zweite Buch ist derzeit bei einer plündernden Armee. Okay. Und die ist... Ah je, die ist auf Ultuan. Und zwar in der Nähe vom Schrein des Kain. Da gibt es jetzt das Schwert des Kain. Das habe ich beim Hochelfen-Hintergrund auch ein bisschen angesprochen mal. Das hat im Prinzip die Blutlinie von Aenarion, dem ersten großen Phönixkönig, verdorben, als er das Schwert aus dem Stein gezogen hat, um gegen die Chaosdämonen zu kämpfen. Und als er gefallen ist, wurde der Malstrom eröffnet. Und das Schwert des Kain ist jetzt im Spiel. Und man kann das quasi an sich nehmen, um Dinge freizuschalten. Auch eine interessante Mechanik, die bei den Hochelfen und Dunkelelfen jetzt ein bisschen mitspielt. Der Weiße Turm von Hoet hat in der Bibliothek so ein Buch des Nagash. Fantastisch. Nichts leichter als Ultuan anzugreifen von der Wüste aus. Schwarzbuchtplünderer, das klingt für mich nach Vampirküste. Die werden es nicht lange machen und dann geht es in den Besitz von der Vampirküste über, das Buch. Vielleicht sogar von Echsen oder Skaven, je nachdem wer es kriegt. Und das haben wir hier unten. Selbst das ist schon weit weg und das ist noch das nächstgelegene. Ich denke, dass wir uns da durch 4 oder 5 Fraktionen durchschnetzeln müssten, um dieses Buch zu kriegen. Dagegen ist das hier eigentlich ein Witz. Und wenn wir das haben, generieren wir 250 Kanopenkrüge. Ziemlich viel Aufwand. Okay, das wäre so ein bisschen ein Überblick über Khemri. Ich denke, die wichtigsten Sachen habe ich erzählt. Und wie gesagt, Warhammer steht bei der nächsten Abstimmung auf jeden Fall wieder zur Verfügung. Ich denke, sollte Warhammer gewinnen, haben wir 4 oder 5 Fraktionen auf jeden Fall zur Auswahl.
Wenn, würde das aber auf jeden Fall auf der Kampagnenkarte die Reiche der Sterblichen hier laufen. Es fehlt mir nur noch eine Info. Nein, ich glaube, sie kann keine Kanopenkrüge herstellen. Ansonsten gibt es bei einigen Geschichten... Oh, sie kann auf einer Nekroschlange reiten. Das ist auch nicht schlecht. Das macht sie wahnsinnig schnell. Okay, genug angeguckt von Kalida und gesabbert von Neid. Das wäre Khemri. Ziemlich interessantes Zeug. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und hat mal wieder so ein bisschen den Anreiz nach Warhammer geweckt. Mal sehen, vielleicht gewinnt es ja bei der nächsten Abstimmung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.